Bundeskanzler Sebastian Kurz wird Donnerstag und Freitag hier im Bundeskanzleramt nicht anzutreffen sein, denn die Regierung hält ihre Regierungsklausur. Man wird sich auf das Jahr 2018 vorbereiten. Das ist für die neue Bundesregierung sehr wichtig, denn einerseits ist es quasi das erste Jahr der Bundesregierung und daran wird sie definitiv gemessen werden. Da wird man ganz stark als Wähler überprüfen, ob die beiden Parteien, ÖVP und FPÖ, ihre Wahlversprechen halten können oder nicht. Andererseits wird man in Seckau, in dem steirischen Schloss, im steirischen Schloss in Seckau auch gemeinsam sich intensiver kennenlernen. Das wird auch dazugehören und natürlich wird man sich abstimmen, wie man in diesem interessanten Wahljahr 2018 miteinander umgeht, denn in vier Bundesländern wird ja auch gewählt und das heißt, man muss sich koordinativ abstimmen, wie man damit umgeht, denn im Bund, also bundesweit, sind die beiden Parteien ÖVP und FPÖ zwar in einer Koalition, aber in den einzelnen Bundesländern, da wird mit harten Bandagen vermutlich weiter gekämpft werden, aber es könnte sein, dass man hier sich abmacht, ob es irgendwelche roten Linien gibt, die man nicht in einem etwaigen Landtagswahlkampf überschreiten möchte, das bin ich auch sicher, aber abgesehen davon werden natürlich auch die Themen abgesteckt, die man in nächster Zeit beschließen möchte. Da gibt es ja einiges, zum Beispiel der Familienbonus, der kommen soll. Andererseits die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung, die man wie gesagt, kürzen, reduzieren möchte. Das alles wird man beschließen. Es gibt auch Hinweise darauf, dass es noch zu weiteren anderen Themen kommen soll, so zum Klimathema, wie man hört, zum Thema der Deregulierung, auch zum Thema der Verwaltung, zum Thema der Förderung, wo man ja einsparen möchte auf Seiten der Bundesregierung. Also hier wird es einiges zu besprechen geben und wir von OE24TV sind bei diesen beiden Tagen der Regierungsklausur auch mit dabei und berichten dann dementsprechend vor Ort.